Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Hört ihr das? Was denn? Ich höre nichts. Maschinenstopp. Beide Stopp. Radio aus. Schon was entdeckt? Nichts. Der Kaffee ist fertig! Ruhe auf dem Schiff! Verdammt nochmal! Das sind Fehlzündungen, da popelt jemand an seinem Motor rum. Das sind Schüsse. Ganz klar, Schüsse. Beide Maschinen voll voraus. Beide Maschinen volle Kraft voraus! Volle Fahrt voraus! Ganz schön einen im Tee. Ich übernehme. Kurs 40 Grad. Eingreifkommando fertig machen. Schlauchboot klar machen, alle Mann auf Station. Voll dazwischen. Okay. Wollen wir durchpassen? Keine Angst, wir passen durch. Beide Maschinen. Achtung, volle Kraft zurück. Jetzt! Beide Maschinen, volle Kraft zurück. Und stopp! Beide stopp!
Hände hoch. Aberfall! Prima Manöver. Kinderspiel. Ja, das Getriebe ist fast im Arsch. Aber angeknackst ist es auf jeden Fall. Ach. Schneidewind! Was ist denn los? Danke, Herr Weber. Oh, Herr Weber. Schneidewind? Herr Weber. Guter Mann, aber ein miserabler Koch. Herr Kolger. Sag Trotz. Hättest du vielleicht mal was mit einem Kuchen anbieten können? Was, wirklich? Das hätte ihm den Rest gegeben. Haha, ihr seid vielleicht Freunde. War das denn nötig? Frag ihn. Ja, die waren ja total besoffen. Die hätten sich ja gegenseitig umgebracht, nicht wahr? Und deshalb musste es schnell gehen. Und wie groß ist der Schaden? Ach, das ist kein Problem. Das ist nur die Schelle am Getriebe, die ist gebrochen. Nur? Ja, aber die Mittelmaschine ist gut. Und den Schaden, den habe ich in 4 Stunden repariert. Das ist ein Wort. Komm mal zu mir hoch und gib mir deine Berichte. Ich habe auch noch eine Überraschung für dich. Oh. Gut, gehen wir in Bereitschaft. Dann können die Leute von Bord. Und ich? Alleine am Wasser spielen. Wenn man einen Augenblick nicht aufpasst, ist das Malheur passiert. Das scheint dir ja egal zu sein. Jetzt fang nicht wieder damit an. David, du sollst herkommen. Kannst du nicht hören? Ich weiß, dass du das nicht gerne hörst. Dabei ist es nicht gut, dass du den Jungen so verweichelst. Der hat jetzt schon Probleme in der Schule. Du machst ihn noch zum Einzelgänger. Ich erziehe den Jungen, wie ich es will. Da hat mir keiner reinzureden. Auch du nicht. Claudia, weißt du, was der Fehler war? Dass wir nur ein Kind haben, aber du wolltest ja kein zweites mehr. Mir genügt David. Einer muss sich ja um ihn kümmern. Du siehst ihn ja nur einmal in der Woche. Weil ich einen Beruf habe, der uns ernährt. Mama, guck mal, schwimmt! Mama, guck! Ja, David? Wollen wir für deinen Boot einen Hafen bauen, so mit großen Wellen? Oh ja! Ja, dann los! Was
besser zu wissen. Komische Frage, was passiert ist natürlich? So. Ja. Danke, Frau Appel. Danke. Ja. Also ich fülle erstmal das Deckblatt aus und den Rest mache ich später. Nach der Streife. Ach, ich krieg's noch diesen Monat. Also bitte. 16 Uhr komplett mit Deckblatt. Oh. Moment! Was mit der Überraschung? Was für eine Überraschung? Die du mir versprochen hast. Ach so, dein neuer WO ist da. Aha. Und wie heißt er? Friederike Hansen. Was? Mhm. Eine Frau? Wir haben doch schon eine an Bord. Die erste Generation weiblicher Offiziere. Hm. Oh. Na schön. Und wo ist sie? Ich habe sie essen geschickt. Nicht so viel. Danke. Stimmt so. Moin. 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 Einmal Pommes rot-weiß bitte für mich. Und für mich eine schöne große Bratwurst mit Senf, Klacks Ketchup, kein Mayo und die Wurst durch. Nicht englisch, auf gar keinen Fall. Dafür die Fritten schön knackig, bisschen Salz drauf. Er ist eigentlich ganz harmlos, aber er bildet sich ein, wer kochen hat Ahnung vom Essen. Dann tu die Klappe. Ich mag Männer, die so genau wissen, was sie wollen. Die Frau hat Niveau. Nee, nicht die. Die dritte von links, bitte. Er traut sich nicht mal sein eigenes Essen zu. Verträgt er auch nicht besonders. Sie verstehen wohl sehr viel vom Essen, was? Ja. Guten Appetit. Danke. Sag mal, du machst doch bestimmt Urlaub hier. Ich könnte dir heute Abend ein paar Ecken in Neustadt zeigen, wo man richtig gut essen kann, mit allem drum und dran. Heute Abend bist du auf See, mein Kleiner. Halt du dich da raus. Ein bisschen Zeit habe ich. Wollte gleich runter zum Strand. Magst du mitkommen? Keine Zeit. Bin leider schon verabredet. Aber wir sehen uns bestimmt mal. Tschüss. Tschüss. Sag mal, wo gehen die hin? Sieht man doch. Eine Cousine. 100% eine Cousine von irgendjemandem. Für eine Woche. Ja, wir bauen den Hafen einfach neu, nur viel höher. Nee, ich hab keine Lust mehr. Aber wenn wir den jetzt mit Steinen verstärken, dann hält das auch. Nee, nicht mehr. Hast du wirklich keine Lust mehr? Was willst du denn? Ich will Boot fahren. Ja, nicht heute, also ich glaube nicht, dass deine Mutter das erlaubt. Du hast aber gesagt, wir fahren Boot. Als du mir das geschenkt hast, hast du gesagt, wir fahren Boot. Ja, einen anderen Tag. Doch heute, heute fahren wir, bitte, ganz bisschen mehr. Weißt du, was du bist? Ein alter Quälgeist. Renn zu deiner Mutter und versuch dein Glück. Darf ich, Mama? Ja, ne? Was soll das, Sigmar? Was habt ihr vor? Nichts. Der Junge will ein bisschen Boot fahren. Das hast du ihm versprochen, als du ihm das Boot geschenkt hast. Ja, aber doch nicht heute, nicht bei dieser unruhigen See. Das ist zu gefährlich. Da kann sonst was passieren. Was soll denn da passieren? Ich bin doch dabei. Bitte pack den Jungen nicht immer so in Watte. So, komm David, wir fahren jetzt auf die hohe See. Guten Tag. Moment, ich schreibe. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte mich vorstellen. Ach so, dann sind Sie der neue, die neue WO. Der Chef hat's ja schon gesagt, Frau... Hansen, Friederike Hansen. Ja. Na dann, Frau Hansen, willkommen bei uns. Ach, ihr habt euch ja schon bekannt gemacht. Schön. Holger, der Bericht? Ich komm doch nicht dazu. Außerdem muss ich aufs Schiff. Jemand muss ja die Brückenwache übernehmen. Das kann ich doch machen. Ich ziehe mich um und gern Bord. Das ist eine prima Idee, dann hast du wieder Zeit. Meld mich ab zum Wachdienst. In Ordnung. Du, Kurt, da ist noch was. Und? Was ist heute los? Naja, weil wir zufällig im Hafen liegen. Mein Sohn hat heute Schulfest und ich habe Ingrid abgesagt. Aber wenn ich jetzt doch gehen könnte, wenigstens für eine Stunde, da würde sie sich wahnsinnig freuen. Und wer schreibt den Bericht? Danke.
kleines Zuckermäuschen. Na du Spanner, was hast du wieder im Visier? Nichts. Beobachte die See, das ist auch meine Pflicht. Du und Pflicht. Zeig mal her. Sag mal, was machst du eigentlich hier? Sondereinsatz. Sondereinsatz am Strand, ja. Ja, am Strand vielleicht, vielleicht auch am Wasser. Oh Mann, vergiss das, bei dir hast du sowieso keine Chance. Ist die neu hier, Touristin? Nö, Studentin aus Kiel, ist heute angekommen. Arbeitet als Animateurin, aber stellt sich manchmal ein bisschen ungeschickt an. Na, so wie die aussieht, braucht die nicht geschickt sein. Mich animiert die enorm. Vergiss es, die lässt dich abblitzen. Mich? Nie. Wetten? Flasche Shampoos, hä? Ganze Kiste, wenn du willst. Okay, Wette gilt. Hier mit dran sitzen. Ja. Okay. Nein, danke. Der Junge freut sich, dass du da bist. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, was? Nein, du etwa? Unser Erik nicht toll. Ja, ja, ganz gut. Also ich könnte ihm stundenlang zuhören. Stundenlang würde ich das nicht aushalten. Ich hole uns was zu trinken. Ja, mir bitte eine Cola. Ja. Schön, dass Sie da sind. Ja. Ich muss dringend mit Ihnen reden. Schwimmen heute? Nee, ist mir zu tief. Ich habe ja nicht so eine tolle Taucherausrüstung wie du. Kann ich dir ja mal leihen. Zeig dir dann auch, wie es geht. Danke. Sag mal, wer ist eigentlich dein Freund da oben, der auf dem Turm? Ja, der Bademeister. Der mich schon die ganze Zeit mit seinem Fernglas anstarrt. Macht er das? Ist ja widerlich. Wieso? Der hat doch einen klasse Körper. Ist genau mein Typ. Wie meinst du das? Na, wie schon. Stell ihn mir doch mal vor. Was? Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Was? Ich muss gleich wieder raus auf See. Ich bin bei der Küstenwache. Das ist richtig Männerarbeit, nicht am Strand rumsitzen und Mädels nachgucken. Ja und? Ich könnte dir unser Schiff zeigen, die Albatros. Ich denke, du musst los. Wir sind ja morgen Abend wieder zurück, spätestens 18 Uhr. Wie wär's? Ja, mal sehen, vielleicht. Aber bis dahin kannst du mir ja deinen Freund vorbeischicken. Ich kann ja mal gucken, was ich machen lässt. Sieht aber eher schlecht aus. Also dann bis morgen? Ja. Okay. Na, wie ist das gelaufen? Alles klar. Morgen um 6 an der Pier, um 8 im Bett. Okay, dann bin ich ja jetzt dran. Hey, du musst auf den Schwimmer aufpassen, das ist dein Job. Wieso? Ist doch Badeverbot. Ist doch eh heute viel zu windig. Wir haben nie was davon bemerkt. Das ist normal. Wie oft hat er denn gefehlt? So genau können wir das nicht sagen. Die Kollegen notieren das nicht immer. Aber in den letzten Wochen ist es aufgefallen. Und wie sind seine Leistungen? Katastrophal. Er ist unkonzentriert, schwänzt die Arbeiten. Aber er schafft das Schuljahr doch.
Er ist ja ein intelligenter und empfindsamer Junge, das wissen wir. Aber wenn er nicht regelmäßig zum Unterricht kommt, können wir nichts tun. So wie es im Moment aussieht, wird er das Jahr nicht schaffen. Ich werde mit ihm reden. Herr Ehlers, so wie wir das sehen, wird das nicht reichen. Er hat einen schlechten Umgang. Irgendwelche zwielichtigen Gestalten aus dem Hafen. Er denkt wohl, es sind Freunde. Das stimmt. Es zieht ihn zum Hafen. Aber ich habe das nie so dramatisch gesehen, weil er möchte zur See gehen. Ja, und irgendwie muss der Junge ja auch seine Freizeit haben. Freizeit, ja, natürlich. Kommt aber darauf an, mit wem. Und nicht während des Unterrichts. Herr Direktor, die Polizei hat gerade angerufen. Die Nachbarn haben sich beschwert. Es ist viel zu laut. Auch das noch. Sie entschuldigen mich. Holger, wir müssen uns mehr Zeit für den Jungen nehmen. Ja, ich werde morgen mit ihm reden. Ja. Hast du wirklich nichts gemerkt? Nein. Erik ist erwachsen geworden und da erzählt er mir nicht mehr alles. Erik erwachsen? Ich weiß ja nicht. Kennst du seine Freunde? Nein. Sag mal, kannst du nicht gleich mit ihm reden? Tut mir leid, wir müssen auslaufen. Aber ich bin ja bald zurück. Tschüss. Zurück, he? Nicht, dass deine Mutter sich noch Sorgen macht. Nein, noch ein bisschen. Es macht mir gerade solchen Spaß. Mama hätte mitkommen sollen. Das Boot ist doch viel zu klein für drei Leute. Ja, komm, wir paddeln zurück, hm? Sie finden alles in Ordnung. Ja, das Schiff macht einen ganz guten Eindruck, kann ich mal? Wenn Sie meinen. Das ist jetzt also die Albatros. Wir sind eine sehr gute Crew. Schön. Kommen Sie. Ich stelle Ihnen den leitenden Maschinisten vor. Kapitän Ehlers haben Sie schon kennengelernt. Ja. Gut.
Idiot! Sigmar! Sigmar! Sigmar, komm zurück! Sag mal, was macht denn dein Freund bei der Küstenwache? Der Roman? Nee. Der ist Bunker. Wie interessiert dich das? Ist ein netter Junge. Genau mein Typ. Was, der? Dieses Fliegengewicht? Also komm, auch bei Männern zählen innere Werte. Kommen Sie! Bitte kommen Sie schnell! Mein Junge ist mit meinem Mann auf die See rausgetrieben, im Schlauchboot. Ganz da hinten, kaum noch zu sehen. Das ist doch Wahnsinn! Da oben hängen zwei rote Warnbälle. Wo bleibst du denn die ganze Zeit? Gib mal den 17er her. Wo liegt der denn? Herr Unterbauer. Ja, was ist denn los? Herr Unterbauer, darf ich Ihnen vorstellen, unser neuer WO. Aha. Tja. Ja, ich dachte, das wäre der 17er. Nein. Ja, Frau Kommissarin. Ja, das ist hier der Maschinenraum. Ach, wirklich? Ja. Möchten Sie was Spezielles sehen? Nee, danke. Ich kenne den Bootstyp. Ich wollte mich nur kurz vorstellen und ihm Bescheid sagen, dass wir in einer Stunde auslaufen. Bitte machen Sie die Maschinen klar. Ja, ja, das ist kein Problem. Wenn dieser verdammte 17er da ist! Bootsmann, Muski kennt Rostklopfen nicht. Sowas hat er nie gelernt. Da täuscht dich aber, Petersen. Der hat schon mehr Schiff unterm Arsch gehabt, als wir beide zusammen. Ja, aber kommunistische. Der Rost hat nämlich deren Pötte zusammengehalten. Hä? Das stimmt doch, Muski, oder? Das war doch so, Muski, hä? Mann, ich rede mit dir. Sag mal, willst du mir nicht antworten? Ich will wissen, ob das so war, Stalin. Hey! Mensch, hast du das gesehen? Mensch, da hätte man doch fast die Hand zum Brei geschlagen. Wenn du das nochmal machst, Peter, dann schmeiß ich dich über Bord. Ja? Es reicht jetzt, so Petersen! Petersen, es reicht jetzt, geh zurück zu deiner Arbeit. Was ist los, Mann, beweg dich! Oder brauchst du es schriftlich? Das gleiche gilt auch für dich. Die Bettwäsche lag 4 Wochen im Spind. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Warum sollte mich das stören? Sie könnte muffeln. Das macht mir nichts. Machen Sie sich keine Sorgen. Gibt es außer uns sonst noch Frauen an Bord? Bisher war ich die Einzige. Und das verzeihen Ihnen die Herren, dass Sie ganz allein eine Kabine blockieren? Naja, notgedrungen, solange ich Ihnen Ihre eigene Dusche lasse. Und sonst? Was? War was? Mit den Männern. Ja? Sie haben sich an mich gewöhnt. Und Sie? Wieso? Nichts, ich frage nur so. Alle!
Kalle, einen riesen Fang gemacht. Na komm, erzähl doch keine Märchen. Wirklich, am Strand. Klasse Mädchen und fährt total auf mich ab. Nicht so laut, du Idiot. Kannst du die Alte von der Frittenbude heute Morgen richtig vergessen? Sie haben mich also wirklich schon vergessen? Darf ich mich vorstellen, ich heiße Hansen und bin Ihr neuer Erstoffizier. Roman, ich bin Funker. Danke. Herr Unterbauer, in 10 Minuten sind die Maschinen einsatzbereit? In 10 Minuten ist alles klar, dann können wir los. Gut, dann rufe ich jetzt die Zentrale. Na, Karriere im Eimer, was? Ja, vielleicht. Nee, ganz sicher. Naja, es gibt auch noch eine andere gute Jobs. In der Verwaltung zum Beispiel. Damit seinen Fraß von gestern wieder gut machen? Verdammt nochmal! Hat er den mit Zement angemacht? Ja. Sag mal, du hast doch wohl nicht mehr alle. Erst reinbeißen und wieder auf den Teller legen. Was ist denn das für ein Scheiß? Aber wenn ich das runterschlucke, bin ich 3 Tage krank. Er ist ein russisches Stück. Ob Obst oder Streusel, Ruski merkt doch den Unterschied nicht. Geht das nicht? Ich will hier keinen Ärger, kapiert? Ja, so. Alles in Ordnung, ja. Kein Problem. Hey, Ruski! Ja? Nimm! Ja, was ist? Soll ich dich füttern? Jetzt pass mal auf, mein Lieber. Ich bin ja der Bootsmann auf dem Kahn. Ich kann keinen Stress gebrauchen. Geht das endlich mal in deinen dicken Schädel rein? Ruski versteht doch Spaß. Ein bisschen anmachen, ein bisschen frotzeln mehr nicht. Lass Ruski zufrieden und mach deine dummen Witze gefälligst mit jemand anderen. Wer will uns Mann Ruski zufrieden lassen? In Ordnung. Bei mir ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mal, wenn du willst, dann heirat ihn morgen. Jensen, fürs Rumstehen werde ich dir nicht bezahlt. Also los, nimm deinen Hammer und mach die Arbeit weiter. Ich will endlich fertig werden. Blödsinn! Nach Indien! Das sind die Besten! Du hast keine Ahnung! Wenn du dir auf dem Kiez 2 Ballermänner besorgst und die an die Kanaken verscheuerst, dann kannst du die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Was redest du da eigentlich für einen Scheiß? Das war mal, das ist schon lange her. Es gibt noch ein paar Plätze, wo man was losmachen kann. Ja, bei dir im Kopf. Was ich weiß, weiß ich. Scheiß weißt du. Es war vielleicht mal so, als du noch als Schiffsjunge zur See gefahren bist. Aber heute ist das auch nicht mehr. Ja, in Kachin. Kachin? Da stirbst du doch vor Langeweile. Die Kneipen sind beschissen und die Mädchen haben AIDS. Nachschub! Damit ihr endlich das Maul haltet. Von wegen Frauen. Klasse, Benno. Ist doch total klasse. Total gut. Na, Ruski? Ist doch mal was anderes als scheiß Bursch. Ja? Nicht so hastig. Es nimmt dir niemand was weg. Bewahr was auf für deine Leute in Riga. Damit die auch mal was Anständiges zwischen die Zähne kriegen. Na? Schönen Gruß von mir. Sollst auch nicht leben wie ein Hund. Nicht so störrisch, hä? Nur keine Aufregung. Cool, man. Weil wenn du den Witz nicht verstanden hast, dann ist es dein Problem. Deshalb macht man doch hier nicht so einen riesen Aufstand, nur weil du nicht lachen kannst. Ja? Seine Mutter muss aber kurz vor seiner Geburt eine Menge Ärger gehabt haben. Jan, was soll der Scheiß?
Der Ruski tut doch keinem was. Ja, vielleicht nicht. Aber was ist mit den anderen? Meine Familie kommt aus Schlesien. Und was meine Großmutter erzählt hat, das reicht mir. Mein Gott, das ist doch schon so lange her. Gar nicht mehr wahr. Irgendwann killt er dich, wenn du so weitermachst. Der doch nicht. Das ist doch ein Strohhalm. Bei dem geht das in das eine Ohr rein und kommt aus dem anderen wieder raus. Der hatte Humor. Ich hast du recht. Ich würde mich aber nicht drauf verlassen. Stille Wasser sind tief, hat meine Mutter immer gesagt. Kann man leichter saufen. Geben Sie Auslaufmeldung durch. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Schiff. Zentrale für Albatros, bitte kommen. Hier Einsatzzentrale. Wir haben abgelegt und passieren gerade Fahrwassertonne 1, nehmen Kurs auf Fehmarnbelt. Ende. Ja, alles verstanden. Ich höre dann in 2 Stunden von euch. Gute Fahrt. Ende. Ein Appelchen, wart auf mich und lass die Finger von anderen Männern, ja? Darf ich? Hier spricht Kurt Weber. Ich wünsche der Albatros gute Fahrt und grüßen Sie Herrn Ehler. Danke. Ende. Ja, mach ich. Danke. Ende. Das ist der Funkraum. Ich habe gerade die Auslaufmeldung durchgegeben. Und? Ich soll Sie schon grüßen von Herrn Weber. Danke. Herr Hohmann, das ist unsere neue Kollegin, Kommissarin Hansen. Wir kennen uns schon ziemlich gut. Ich soll Sie auch grüßen. Soll ich persönlich ausrichten? Danke. Darauf trinken wir doch mal ein. Wir sind ja sowieso verabredet. Ja, das habe ich nicht vergessen. Passen Sie auf, er hat ein ganz großes Herz für Frauen. Das habe ich gemerkt. Dabei läuft er heute noch nicht mal auf Hochtouren. Ich muss wieder auf die Brücke. Herr Hohmann, zeigen Sie Frau Hansen das Schiff. Ja, mache ich. Ja, dann... Mal los, ne? Mhm. Hol mir einen Kaffee, aber einen richtigen. Nicht so einen Muckefuck, wie uns der Smut hier sonst immer vorsetzt. Auf was wartest du? Los, hau ab! Vorsicht! Was ist los? Was ist mit dem Gummiboot, mit meinem Jungen? Es tut mir leid. Ich komme nicht ran. Der Wind ist zu stark. Aber was machen wir denn jetzt? Wir müssen noch was unternehmen. Ich rufe die Küstenwache. Nicht so weit rüberlehnen, verdammt! Setz dich da hin und bleib da ruhig sitzen! Und hör auf zu flennen! Arvid, hab ich nicht so gemeint. Du bist doch mein Junge. Hm?
Musst du nicht deswegen weinen. Bleib da schön sitzen und lass den Papa mal machen. Ich will nach Hause. Ja, gleich. Dauert nicht mehr lange. Wolltest doch Boot fahren. Ist doch schön, oder? Ich will nach Hause. Ja. Tag. Tag. Was gibt's denn? Ich habe mir für Sie was ganz Besonderes ausgedacht, als Willkommensgruß. Eine Minestrone. Minestrone klingt gut. Ach, schön, dass endlich mal wer an Bord ist, der was vom Essen versteht. Nicht so viel wie Sie, das habe ich natürlich gleich gemerkt. Naja. Aber die anderen, die können ja nicht einmal Lapskaus von einer Leberpastete unterscheiden. Aber Ihr Lapskaus sollte so besonders gut sein. Jo, lassen Sie mal überraschen. Ich serviere es heute Abend. Nach der Minestrone. Ach komm, nicht schon wieder das. Wir haben gar keine Ahnung, worauf sie sich da einlassen. Kalle, mach irgendwas, was du kannst. Ja, Lapskaus. An alle Küstenwachboote. Seenotfall. Ein Gummiboot treibt bei Ablandung Wind Richtung Osten. Bitte Bereitschaftsmeldung quittieren. Einsatzzentrale für Flugleitung. Uhr 2 gestartet. Im Kurs auf Mecklenburger Bucht. Bitte geben Sie das genaue Einsatzgebiet bekannt. Wie genau wissen wir, wo die sind? Ja, die sind jetzt ungefähr hier. Aber schwierige Sache. Der Wind hat jetzt 5 Stärken. Welches Boot ist am nächsten dran? Ja, die Albatros. Die steht jetzt, ja, hier. Die sollen ins Planquadrat 7 und 8. Außerdem brauchen wir einen Hubschrauber. Ja, der ist schon unterwegs. Wie viele Leute sind auf dem Gummiboot? Ja, nur 2. Aber ein Kind. Ich will nach Hause, Papa. Mir ist kalt. Ist das so? Ja, ich will nach Hause. Thank you.
Kapitän? Mhm. Seenotmeldung von der Zentrale. Mann mit Kind im Gummiboot abgetrieben. Schon wieder so ein Idiot. Das Gummiboot befindet sich im Planquadrat 7 und 8. Suche vom Hubschrauber bisher ergebnislos. Machen Sie mir sofort eine Verbindung zum Hubschrauber. Dringend. Ja, Kapitän. Kurs 047. Kurs 047. Also, Augen auf. Beide Maschinen voll voraus. Beide Maschinen voll voraus. Wolke 7 liegt an. Lassen Sie den Ausguck besetzen. Albatros für Hubschrauber, bitte kommen. Albatros hört. Suche negativ. Sicht ist schlecht. Verlassen wir jetzt Planquadrat 7 und setzen Suche in Planquadrat 8 fort. Ende. Verlassen Planquadrat 7, setzen Suche in Planquadrat 8 fort. Ende. Richtig. Ende. Hubschrauber für Albatros, bitte kommen. Haben benanntes Gebiet überflogen. Suche negativ, Sicht ist schlecht. Haben kaum noch Treibstoff. Brechen Aktion ab, Ende. Wo seid ihr genau? 54 Grad, 23 Minuten Nord, 11 Grad, 47 Minuten Ost. Es ist gleich dunkel. Es hat keinen Zweck für uns, wir brechen ab, Ende. Verstanden, alles Gute. Und Ihnen viel Erfolg, Ende. Doppelt, ne? Ha, und jetzt eine ganze Flasche. Mensch, was ist los? Hol ihn hoch! Schnell! Los, mach schon! Ich krieg keine Luft.
Ihr Idioten! Was hat er denn gemacht? Nix! Ich hab die Ventile aufgedreht von den beiden Flaschen. Hat er, hab ich gesehen. Zweimal sogar. Wieso zweimal? Weil ich sicher gehen wollte. Ey, das ist zu dicht! Hast du nach links oder rechts gedreht? Links natürlich! Ja, so natürlich ist das bei dir nicht. Du hast Schwierigkeiten bei links und rechts. Nicht das erste Mal, dass du dich vertust. Verdammt nochmal, ich hab links aufgedreht! So, und wer hat's dann zugemacht? Ich nicht! Zum letzten Mal, ich nicht! Wer dann? Kapitän! Tot. Wie tot? Ja, tot, Mann! Ermordet! Die ganze Kohle für Rieger ist weg. Ermordet? Das kann nur einer von uns gewesen sein, aber wer? Ach nee. Da waren zuletzt bei. Ich hab niemand. Ruski! Ach komm, Petersen, jetzt fang nicht wieder damit an. Natürlich, ich hab Ruski gesehen. Der war beim Smoothie, der hat eine Tasse Kaffee für den Kapitän geholt. Was? Ja, das war Ruski, das Schwein. Was machen wir jetzt? Gehen wir hin und fragen ihn, wo er war. Na, nicht so schnell, Kumpel. Das ganze Geld ist weg, ja? Ja. Ich weiß, wo Ruski seine Heuer versteckt hat. In seiner Koje, unter so einem losen Brett. Das habe ich zufälligerweise mal gesehen. So blöd und versteckt die Kohle da. Och, der ist so blöd. Der kommt doch nicht auf die Idee, sich ein zweites Versteck zu suchen. Weißt du was? Wir schauen mal nach, ob er das Geld versteckt hat. Ich meine, wenn nicht, dann kann uns ja nichts passieren. Also gut, du schaust nach der Kohle und ich suche Ruski. Und zu keinem mein Wort. Ja. Sind die abgetrieben? Circa 18 Uhr. Wie war der Wind? Südwest 5 mit Drückern auf 6. Die Zentrale vermutet das Gummiboot in diesem Gebiet. Hm. Wie viel macht ein Gummiboot bei so viel Wind? Ja, ich würde sagen 3 bis 4 Knoten. Ja, denke ich auch. Auf keinen Fall können die so weit draußen sein. Wir nehmen neuen Kurs. Die Zentrale will aber, dass wir hier suchen. Frau Hansen. Die Zentrale und auch der liebe Gott sind weit weg. Und wir sind hier. Also neuen Kurs. Neuer Kurs,
270. Okay. 270. Neuer Kurs 270. Gummiboot in Sicht. Eben an Backbord. Beide Maschinen stopp. Beide Maschinen stopp. Schlauchboot klar machen zum Aussetzen. Schlauchboot klar machen zum Aussetzen. Bitte, wer sagt's denn? Küstenwache an, wir brauchen Hilfe. Ruske hat den Kapitän und Petersen umgelegt. Los, mach, geh in deinen Funkraum. Nun los, beweg dich! Und schließ dich ein! Ja.
Mayday, Mayday, Mayday. Küstenmutterschiff Neris, für Küstenwache, bitte kommen. Mayday, Mayday, Mayday. Küstenmutterschiff Neris, für Küstenwache, bitte kommen. Küstenmutterschiff Neris, auf der Reise nach Riga und Küstenwache. Wir brauchen Hilfe, haben einen Mörder an Bord. Bitte kommen. Küstenwache, bitte kommen. Ist alles in Ordnung? Ja. Wie geht es denn, Penn? Ist okay. Ist hier gut, ne? Ja. Ja? Hier, das Paddel. Na Gott sei Dank. Gut. Moment. Mayday, Mayday, Mayday. Küstenmutterschiff Neris ruft Küstenwache, bitte kommen. Mayday, Mayday, Mayday. Küstenmutterschiff Neris ruft Küstenwache, bitte kommen. Küstenmutterschiff Neris. Ja, hier ist die Küstenwache. Albatros, ich höre Sie, bitte kommen. Wir brauchen Hilfe, haben einen Mörder an Bord, bitte kommen. Kapitän? Hm? Notruf. MS Neris. Mörder an Bord. Nicht so weit von uns, nördlich Rügen. Ich bleib dran. Gut. Weißt du, die beiden haben echtes Glück gehabt. Eine halbe Stunde später und wir hätten abbrechen müssen. Dann wären sie draufgegangen. Bis dahin brauchen wir mindestens eine Stunde. Wenn das mal nicht zu spät ist. In Ordnung. Beide Maschinen voll voraus. Jawohl, beide Maschinen voll voraus. Kurs? Kurs 050. Ruder Backbord 20, neuer Kurs 050. Ruder Backbord 20, neuer Kurs 050. Backbord. Beide drehen voll voraus. Aus. Je mehr zusammen sind, desto besser. Ich bleib lieber hier. Wo steckt der denn überhaupt? Ich hab keine Ahnung, ich hab den ganzen Kahn schon abgesucht. Ja, so viele Möglichkeiten, sich zu verstecken, gibt's auf dem Pott gar nicht. Ich kann ihn aber nicht finden. Pass auf, ich geh noch mal in den Maschinenraum. Wenn du Schüsse hörst, hab ich ihn gefunden. Mach die Tür zu. Wachmann!
Wir haben noch einen Einsatz. Was denn? Ein Notfall. Nichts Schlimmes. Haben Sie meine Frau benachrichtigt? Natürlich. Sie weiß, dass es Ihnen beiden gut geht. Bleiben Sie aber bitte in dieser Kajüte, egal was passiert. Ich will mir aber das Schiff ansehen. Dann stehst du aber den Menschen da oben im Wege und das haben die nicht gerne. Aber wenn alles vorbei ist, dann zeige ich dir das ganze Schiff. Das ist aber langweilig. Wenn du nicht hier drin bleibst, dann bitte achten Sie darauf, dass der Junge nicht draußen rumläuft. Ich passe schon auf. Komm, spiel mal ein bisschen. Welche Farbe willst du? Gelb. Jetzt suchen wir erstmal die gelben. Hier ist einer. Es ist unglaublich, dass es immer noch Leute gibt, die mit dem Schlauchboot aufs offene Meer rausfahren. Und dann noch ein Kind drin. Was willst du machen? Die meisten halten die Ostsee für einen Dorfteich. Das ist auch. Ja, du bist ja noch nie von der Ostsee runtergekommen. Och, Mädchen, was weißt du von Männern, die Eis küssen? Soll ich dir mal erzählen? Nein, das reicht. Wie geht's dem Jungen? Och, ganz gut. Der hat ein Abenteuer überstanden und wartet aufs nächste. Der Vater sah ja ziemlich fertig aus. Hast du auch noch Mitleid mit dem, was? Die sind Vollidioten. Wir haben die Näheres bald erreicht. Bitte machen Sie sich fertig. Bleib, wo du bist. Mach erst auf, wenn ich rufe, okay? Ja. Yeah. Es müsste 1,5 Meilen vor uns liegen. Warten wir auf Verstärkung? Wo steht das nächste Küstenwachtboot? Der Zollkreuzer Sassnitz, 2 Stunden von hier. Und die Seemöwe vor uns etwa 1,5 Stunden. Das dauert zu lange, da müssen wir allein ran. Suchscheinwerfer besetzen, Waffen ausgeben und Positionen an Deck einnehmen. Es wird eine lange Nacht, Sie hätten sich hinlegen sollen, wie ich es gesagt habe. Geht schon, bin noch frisch genug. Frisch genug, um da rüber zu gehen? Das wird ziemlich hart. Haben Sie Bedenken? Nee. Brauchen Sie auch nicht. Kapitän? Mhm. Ich habe gerade die Näheres nochmal dran gehabt. Der Funke hat den Notruf wiederholt. Wir suchen jetzt den Täter, das ist aber auch alles. Sie sollen bloß vorsichtig sein. Wir sind bald da. Sie sind drüben alle ziemlich panisch. Der Funke hält die Verbindung nicht. Er soll unbedingt dranbleiben. Kapitän, ja? Wir sehen die Näheres. Ich komme. Legen Sie mir alles auf den Brückenlautsprecher. Jo, mach ich. Suchscheinwerfer einschalten. Wir gehen mit Steuerbord längsseits. Auf Riesen, Leinen und Fender klar machen. Leinen und Fender klar machen. V
Frau Hansen, Sie nehmen sich 5 Mann zum Übersetzen. Mach ich. Die Tür. Der Stuhl und die Klinke! Los! Festhalten! Wo bleibt ihr denn? Der Kerl bricht in den Funkraum ein, wenn er nicht mal kommt, dann kommt er auch noch um! Kommt doch endlich hier! Scheiße! Verdammt nochmal, wo bleiben die Meldungen? Maschinenstopp. Keine Stopp. Ausgelegt, Leinen klar. Da wird ja auch Zeit. Beide voraus, Kleine. Beide voraus, Kleine. Wir nehmen die Neritz an den Steuerbord. Neritz an Steuerbord nehmen. Ach! Ja! Schneider, bitte mich! Zu sehen. Hoffentlich hat es ja nicht alle umgebracht. Und nicht den Teufel an die Wand. Leinen sind fest. Auf Slip gelegt? Ja, natürlich. Gut. Wir sind bereit. Schnappen Sie sich den Kerl. Mhm. Frau Hansen. Viel Glück. Danke, Kapitän. Nein, der kommt wieder. Wir müssen hier raus. Weißt du, was der vorhat? Bist du wahnsinnig? Hände hoch. Kommen Sie raus. Gott sei Dank. Habt ihr ihn, den Russen? Wer sind Sie? Ich bin der Funker, Olsen. Der Funker von der Neris. Ich habe euch gerufen. Gott sei Dank. Wie viele Leute sind an Bord? Da sind noch 2. Und dann der Smutje noch in der Kombüse unten. Und dann der Russe. Wo ist der jetzt? Der ist total durchgeknallt. Der hat eine Waffe. Sein Revolver hat er schon leer geschossen, aber er hat noch eine Axt. Er schlägt ja alles kurz und klein. Wie sieht er aus? Blond, dünn, um die 30. Spricht nur Russisch. Kapitän, wir haben ja 3 Mann der Besatzung gefunden. Einer ist verletzt, braucht dringend ärztliche Hilfe. Vom Täter fehlt jede Spur. Er ist angeblich Russe. Ja, weit kommt er ja nicht.
Bleiben Sie drüben bei den Leuten. Ich schicke den Sanitäter rüber. Und dann suchen Sie ihn. Herr Hohmann, Sie bleiben hier. Frau Friesen, kommen Sie mit. Ja. Sie haben es gehört, Herr Schneidewind. Gehen Sie rüber. Wie finde ich den Funkraum? Ich denke, du bist zur See gefahren. Idiot. Passen Sie auf, der Täter läuft noch frei rum. Mit dem werde ich schon fertig. Ich gebe Ihnen jemanden mit. Ein Mann sichert Sanitätereinsatz. Okay, sicher. Oh mein Gott. Kapitän? Kapitän, wir haben einen Toten gefunden. Ermordet. Wo sind Sie jetzt? Auf der Brücke. Wo bleibt der Sani? Der Mann blutet wie verrückt. Moment, der müsste längst da sein. Gehen wir. Wolfgang, du bleibst hier. Ich suche Schneidewind. Nicht den Jungen! Zweimal zu mir! Was passiert? Dabei hat ihn schon im Griff. Fast. Fast. Nicht so neugierig. Wirst schon was sehen. Ach komm, nicht schon wieder Eintopf. Eintopf, du Banause, das ist eine Minestrone. Das ist mir doch völlig egal, wie das heißt. Das jedenfalls nicht, das kommt mir vom letzten Mal noch hoch. Ich will dir mal was sagen. Alle in der gesamten Flottille sind der Meinung, dass ich hier der beste Koch sei. Alle sind zufrieden. Nur du Armleuchter
der sich am liebsten in einer Imbissbude von Bratwürsten, Döner, Fritten mit Ketchup und Mayo ernährt. Ausgerechnet du. Du meckerst am meisten herum. Du hast überhaupt keinen Geschmack. Dafür habe ich wenigstens Glück bei Frauen. Davon hast du doch auch keine Ahnung. Nur und du? Du kannst dich doch kaum noch erinnern, wie eine Frau aussieht. Mein lieber Junge, es gab Zeiten, da musste ich an Land schwimmen, weil so viele Bräute in der Gangway standen. Wir trugen damals die Koppel unter der Jacke, damit sich die Bräute nicht dran festhalten konnten. Unsere Weiberhelden bei ihrem Lieblingsthema. Große Klappe und nichts dahinter. Wie kommst du denn darauf? Komm doch mal mit auf Kammer. Bist du bekloppt? Was machst du denn, wenn die Ja sagt? Was gibt's denn heute? Könnt ihr nicht mal was anderes fragen? Mach doch mal wieder diese herrliche Suppe. Oh, das ist keine Suppe. Das ist Minestrone. Donnerwetter. Na ja, egal wie die heißt, die schmeckt echt lecker. Na, siehst du? Da siehst du mal, wie recht ich hatte. Tut mir leid, Claudia. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass das so ausgegangen ist. Na, Gott sei Dank habe ich euch wieder. Tag. Tag, was ist denn mit deinem Arm passiert? Verstaucht, ich bin gestürzt. Ja, da war es ja diesmal ganz schön dicke, hm? Das kannst du wohl sagen. Wie hat sich denn die Hansen gemacht? Wer? Ach so, ja, die. In Ordnung, sehr gut. Eine gute Kollegin. Ja. Dann schreib mal deinen Bericht. Mit dem Arm? Nee.